Ja, hallo und herzlich willkommen beim ersten Teil des Halo Community Let's Plays von Halo 2 auf dem Halo Cluster Kanal, auf dem ihr das wahrscheinlich jetzt eh sehen werdet. Ich bin der Halbwurm und ich wurde gefragt, ob ich den ersten Teil der Mission spielen möchte. Als Halo Noob bin ich natürlich gerne bereit. Ich muss die eh erstmal mal alle zocken und die MCC liegt bei mir schon seit über einem Monat hier auf der Platte von der Xbox One. Deswegen spiele ich jetzt mal ganz gerne in den ersten Teil. Das ist, glaube ich, jetzt hier Kairo. Jetzt muss ich mal selber schauen, nicht, dass ich was Falsches erzähle hier. Missionen, genau, gehen wir mal kurz rein. Genau. Wo sind wir? Genau, Station Kairo, die ersten zwei Ketzer und Waffenkammer sind nur so Intro und Tutorial gewesen. Genau, spielen wir gleich mal los hier. Auf normal. Kein. Nee, Schädel. Machen wir auf normal. Wie gesagt, bin Noob. Hab erst bei Halo 5 bei der Beta jetzt angefangen, auch mal mich mit Halo ein bisschen mehr zu beschäftigen. Davor ich halt nie eine Xbox One gehabt oder eine Xbox generell. Und hab schon bei meinem Freund ab und zu gezockt und jetzt dachte ich mir so, ah, jetzt komm, Halo 5 schaut geil aus. Und ja, werde ich auf jeden Fall auch auf meinem Kanal dann zocken. Ansonsten mache ich natürlich Gameplay-Commentaries hauptsächlich zu allen möglichen Shootern, also Battlefield hauptsächlich, Call of Duty. Wie gesagt, Halo wird jetzt auch bei mir reinkommen, Destiny mache ich noch ein bisschen was und Titanfall habe ich früher gemacht, also sieht man schon eine große Bandbreite. Also ja, Commentaries mache ich, Let's Plays ein bisschen, aber auch Waffenguides und Tutorials. Und ja, wenn ihr Bock habt, schaut mal auch auf meinem Kanal vorbei, ist wahrscheinlich unten im Link eh, oder sucht dann nach Halbwurm. So, aber jetzt genug der billigen Eigenwerbung, wir machen jetzt hier mal gleich mal den Start. So, bla bla bla, und los geht's. Viel Spaß! Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gib ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Das ist ja ein richtiger Auflauf. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher? Meine Herren, wie schön, dass Sie zurück sind. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir. Nahe Io. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Sieht gut aus. Vielen Dank. Sergeant Major, das Kreuz der Kolonien wird für großen Wagemut und Hingabe verliehen. An einen Soldaten des United Earth Space Corps. Das nenne ich absolute Ketzerei. Er soll für alle, die unsere Allianz brechen wollen, ein Beispiel sein. Commander Miranda Keyes, Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärdienstes. Seine beispiellose und große Tapferkeit hat ihm und der UNSC höchste Ehre gemacht. Die Navy hat einen der Besten verloren. Voraus, direkt vor unserem Kampfverband. Zeigen Sie. 15 Allianz-Schlachtschiffe halten die Position außerhalb der Todeszone. Hier spricht Flottenadmiral Harper. Wir gehen zum Angriff über. Negativ, Admiral. Bilden Sie eine Verteidigungsstellung um den Verband. Commander, gehen Sie an Bord und stoßen Sie zur Flotte. Ja, Sir. Sie gehen ans Map-Geschütz, Cortana. Sobald Sie in Reichweite kommen, Feuer frei. Mit Vergnügen. Irgendwas stimmt nicht. Die Flotte, die Reach zerstörte, war 50 Mal so groß.
Sir, noch mehr von denen. Enterschiffe, eine Riesenmenge. Sie wollen unsere Map-Geschütze ausschalten, damit ihre Schlachtschiffe die Erde angreifen können. Master Chief, Station verteidigen. Ja, Sir. Ich brauche eine Waffe. Gleich hier lang. Ja, recht properes Intro auf jeden Fall. So muss das sein. Der eine kriegt den Orden, der andere wird mit dem Wiesenputzer hier bearbeitet. Naja. So. Boah, der kann aber hier schon ordentlich springen. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. So. Genug gejuckt. Ah, genau. Mir wurden doch hier Waffen versprochen, wollte ich gerade sagen. Da sind sie. Oh, da geht auch Dos Pistoleros. Ah, okay, nicht schlecht. So, gut. Ausgerüstet und los geht's. Was hat er denn da? Hä? Achso, ja, die so ein kleines Minigeschütz mal so mit dabei. Na klar, man weiß ja nie, was kommt, gell? Jungs, packt eure Minigeschütze ein. Wir gehen auf Wanderschaft. So, und irgendwo kann man doch hier... Ah, das ist geil, dass man so on the fly... quasi ohne Menü hier einfach zwischen der alten Version und der neuen wechseln kann. Ja, die schaut ja auch ganz proper aus. Ich meine dafür... Ah, da kommen sie schon. Dafür, dass sie so alt ist. Ich weiß gar nicht, wann das Halo 2 rausgekommen ist, aber... 2005 war, glaube ich, die erste Xbox. Ja, wahrscheinlich 2007, 2008. Schreibt mal in die Kommentare rein, wann das erste Halo 2 rausgekommen ist. Aber das sind auf jeden Fall schon so ein paar Jährchen auf dem Buckel. Oh. Wir sollen nicht alle vergessen. So. Schön gründlich sein. Bei der Aufräumjagd. Geil. John Rambo. Tja, da wächst nichts mehr. Ich habe von der Hintergrundstory eh so null Ahnung, wie gesagt. Halo Neuling. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie hier zu sprinten, aber natürlich, Halo, da gibt's ja kein Sprinten. Könnte man ja wissen. Aber ich frage mich dann auch manchmal so, warum eigentlich? Weil, ich habe schon richtig verstanden, das sind doch schon irgendwie so Kindersoldaten, die dann schon so zu diesen Elite-Einheiten hier, diesen Halo Master Chiefs entwickelt wurden. Aber dann fragt man sich schon, warum man eigentlich nicht laufen kann, weil das ist ja vielleicht nicht so ganz unpraktisch. Was gibt's hier? Sugar Water. Oh, geil. Früher war es noch Soda, jetzt Sugar Water. Ah, gut, da. Nach dem Kampf, wenn man dann durstig ist, gibt's mal eine gute Pulle Sugar Water. Ich werde eine Runde schmeißen. So. Ja, okay. Die gehen aber ganz schön... Was ist das hier? Achso, die kann man so... aufladen. Bäh! Achso, ja. Die stärkste ist es aber auch nicht. Oh ja, muss aufpassen. Schutzschild. Aufladen. So, jetzt noch weiter. So. Ah. Dir geben wir noch gut. Und dir? So. Hier ist nichts. Oh, ein bisschen mal die Aussicht genießen. Das ist doch schön. Ich muss fast sagen, dass das alte irgendwie fast ein bisschen geiler. Also zumindest der Weltraum schaut irgendwie ein bisschen besser aus, finde ich das. Aber ja. Recht schick. So, was sollen wir jetzt machen? Jetzt haben wir doch alles erledigt. Achso, das ist dasselbe. Dann gehen wir hier die Treppen hoch. Stellen Sie fest, wo Sie eingedrungen sind, Chief. Machen Sie dort dicht. Ah ja, wir machen schon dicht. Ah geil, hier gibt's Granaten. Sehr gut, sehr gut. Ah, okay. Mit Dos Pistoleros gibt's nicht. Ich zeige aber die falsche Waffe. Scheiße. Naja, wechseln wir einfach auf die... Bottle Rifle! Oh, flieg mal, Junge! So, aber die kommen da aus dem scheiß Ding raus.
Bam! Da purzeln sie. So, kommen die jetzt rein? Oh, ne. Malta, wie ist ihr Status? Okay, also das haben wir. Geil, das Gejuppe ist echt geil. Wir haben gewonnen. Oh, was passiert hier? Lustig, der Ton ist auch anders bei der Originalversion als bei der Remastered hier. Ja, macht auf jeden Fall gute Laune. Oh, hier geht's gleich weiter. Ah, okay. Das sind so Schutzschilde, die sie sich aufgestellt haben. So, so. Da krieg ich dir. Achso, I. Geil. Da kommen sie. Kleinen Items. Achso, jetzt bin ich hier üben drüber. Oh geil, kann man die Geschütze hier nehmen vielleicht? Ah, nice. Ja. Say hello to my little friend! Na gut, kein Gegner da. Dann macht es natürlich nicht so viel Spaß. So, Jimmy. Sag mir, was los ist. Geld oder was? Oh ja, stimmt, geil. Das gibt's ja natürlich auch hier bei Halo. Das gute alte Teabaggen. Hier wurde es ja erfunden. Teabaggen! So, Achievement erfüllt. Teabaggen und wie war das andere? Quickscope, 360, No-Scope, Trickshotters. Das waren auch, glaube ich, die zwei Sachen, die so Halo berühmt gemacht haben. So, aber jetzt geht's irgendwie nicht weiter. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Ich suche schon. Was ist noch eine Bombe jetzt? Okay. Na gut. Ah, da ist es noch auf. Achso, das sind Leute. Nehmt dies! Ich sagte, nehmt dies! So. Hier den Spuk weggeräumt. Achso, hallo. Ja, die gehen ab. Achso. Geht's doch auf. Ja, was macht ihr denn hier? Oh, oh, oh. So. Okay. Was? Ach so. Kann er sich hier einfach mal so tarnen, der Jimmy Boy? Naja. Hat ihm aber auch nicht viel genützt. So. Was gibt's hier? Und weiter geht die wilde Fahrt. Hey, gesprungen wird nicht, das kann nur ich. So. Einfach hier aufzuspringen wollen. Bam. Ah, das
Das ist so oldschool, irgendwie so ohne Anvisieren und alles. Das ist saugeil. Ah, nehmen wir mal wieder zwei mit. Weiter geht's. Ey, nicht schlafen. Da. Achso, ja. Nee, nee. Das Geschütz wird hier bitte in Ruhe gelassen. So weit kommt's ja noch. Joa. Achso, jetzt was wieder ausgeschossen. Wechseln wir mal lieber wieder. So, oder? Na los, Chief, hier lang. Ach so, ja bitte keine Leichenschändung. Was ist denn hier los? Da schießt einfach auf die Leiche. So muss man das machen. Okay. Nicht schlecht. Oh, ach so, jetzt sind wir im Weltraum, oder was? Ach geil, die fliegen jetzt. Wo kann ich jetzt einfach irgendwo hinfliegen? Ah. Hä? Wir sind doch schon im Weltraum jetzt, oder? Ach so, ja klar. Kennt man ja. Im Weltraum die Schwerkraft. Hm. Hashtag Realismus in Computerspielen. Auch schon damals. Na gut, egal. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief, finden Sie die Bombe. Im Laufschritt. Naja, mit der Ruhe hier im Laufschritt. Mit dieser Hetze. Das sollte man ja alles in Ruhe beobachten hier. Ist doch so schön. Das ist krass düster irgendwie. Die alte Version. Aber gut. So, also, irgendeine Bombe muss man jetzt hier endlich mal. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Oh, ist ein Fehler. Achso. Lieber Himmel, die fliegen jetzt, oder? Ach, geil. Also, ja, wie so Schweißfliegen. Ja, ich hab meine Fliegenklatsche mitgebracht. Kommt nur. Spielen wir einfach mal rein, was soll's. Oh, was ist das hier? Aufzug drücken, ja, das ist doch mal gut. So eine krasse Alien-Design, diese Raumschiffe. Ja, passt ja. So, sind wir schon da? Nee. Ach, was soll's? YOLO? Nee. Achso, da ist eine Scheibe oder was? Kann man nicht vorbeispringen. Ah, Taschenlampe hat auch noch dabei. Sehr schön. So. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriert das Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir!
Richtung Erde durchbrochen. So, kämpfen wir uns mal hier vor. Oder fliegen die Leichen noch runter? Oh, das ist ja geil, das ist ja, wie die Ebenen sich so gegenseitig hoch und runter bewegen. Ja, das muss man Halo 2 schon mal jetzt lassen. Schönes Missionsdesign, sehr abwechslungsreich. Ja, geil. So. Ich glaube, langsam müssen wir mal irgendwo die Bombe finden, sonst. Sonst geht sie hoch. Ihr habt keine Chance. Der Widerstand ist zwecklos. Das ist es. Achso, ja. Da steckt er. Boah. Was war das denn? Krasser Fail. Na, da steckt auf jeden Fall gut ein. Na gut. War vielleicht noch ein bisschen zu gewagt. Aber ihr wisst ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. AKA YOLO for life. Alter, dieser rote Knoten, der ist aber schon so ein bisschen widerstandsfähiger. Aber jetzt hat aber. Achso, nee. Da. Jetzt. Oh, was war jetzt los? Ich muss in ihren Kopf. Jetzt. Wie viel Zeit hatten wir noch? Fragen Sie mich lieber nicht. Ach, das war jetzt schon die Bombe, okay. Ja, wie viel Zeit hatten wir noch? Keine Ahnung, vielleicht noch 3 Stunden so. Alles gechillt. Bei einem Schiff dieser Größe und nicht allein. Sir, Erlaubnis, die Position zu verlassen. Zu welchem Zweck, Master Chief? Um der Allianz die Bombe zurückzugeben. Erlaubnis erteilt. Sau. So kennt man das. Ja, das ist er. Halo Chief, der Postbote. Ja, was kommt davon, wenn man nicht ausreichend das Frachtstück mit Marken austeilt, dann muss man es halt wieder zurückschicken. Ich weiß, was Return to Absender. Gut, bleiben Sie hier. Leider muss ich Ihnen sagen, ich mag Verrückte. Crazy shit. So. Nur noch eine Frage. Was, wenn sie scheitern? Werd ich nicht. Ich sag's doch. YOLO. Geil. Boah, da fehlt eigentlich nur so der Cowboy-Hut. Tja, Master Chief, oder wie ich die Bombe zu lieben lernte. Tschüss, ne? Macht's gut, ihr Idioten. Da ist aber jetzt schnell weggeflogen. Für einen Stein fliegt er ziemlich gut. Chief, rein da, fertig machen. Der Kampf geht auf dem Planeten weiter. Ja.
Schöne Mission auf jeden Fall. Hoffe, es hat euch auch gefallen, so wie mir. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und schaut euch auf jeden Fall noch die Anteile an. Werde ich auf jeden Fall auch machen. Bin mal gespannt, was so die anderen Let's Player hier so raushauen für geilen Shit. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mich noch irgendwie nicht jetzt schon satt habt, dann könnt ihr mal bei meinem Kanal vorbeischauen. Halbwurm, wie gesagt. Und vielen Dank nochmal an Halo Cluster für die Möglichkeit, hier mal ein Let's Play zu machen. War auf jeden Fall geil. Und gerne wieder. Alles klar, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Good Game und auf Wiedersehen.